Im Dezember startete Dagibi eine große Videoreihe mit vielen Verlosungen. Eine der Gewinnerinnen bekam ein brandneues Samsung Galaxy S8 mit Autogramm auf dem Gehäuse. Doch jetzt stellte die Gewinnerin das Handy zum Verkauf auf eine Internetplattform. Ganze 700 Euro wollte sie dafür haben. Einem anderen Fan fiel die Anzeige direkt ins Auge. Sie machte einen Screenshot und twitterte ihn an Dagibi. Und die reagierte sauer. Sie retweetete das Pic und kommentierte es mit dem Wort frech. Dass das Mädchen an der Verlosung teilgenommen hat, obwohl sie gar kein Interesse an dem Gewinn hat, findet Dagibi uncool. Schließlich hat sie alle Gewinne selbst gekauft. Und auch die meisten Fans sind auf Dagis Seite. Ein Fan schreibt, wie undankbar kann man sein? Wenn man es nicht braucht, dann soll man auch nicht mitmachen. Und anderen Leuten, die es nötig haben, die Möglichkeit geben. Doch wer weiß, vielleicht braucht sie Geld einfach dringender als ein neues Handy. Inzwischen hat die Gewinnerin die Anzeige wieder gelöscht. Psst, Dagibi veröffentlichte kürzlich aus Versehen die Handynummer. Mehr dazu erfährst du im Link in der Infobox.